Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 6. Wandler zwischen den Welten, schon fast habe ich das fast verpatzt hier, ey. Was ist denn geschehen in der letzten Aufnahme? So einiges. Wir sind wieder in der komischen Welt gelandet, wo wir Geister waren. Also waren, jetzt seht ihr, dass wir hier ein neues Teammitglied haben, und zwar Melina. Und hier in der Stadt haben wir so einiges mitbekommen. Ein Mordversuch. Aber der ist klicklich gescheitert. Zum Glück. Jo, und eine große Liebe wurde jetzt auseinandergebrochen. Und was soll man dazu sagen? Wir haben versucht, alles noch dann aufzuklären, aber dann war es schon wieder zu spät, weil wir das ganze Geschehen ja schon gesehen haben, wer den Hund von dem Bürgermeister vergiften oder töten wollte oder was auch immer sie da in den Fressnapf reingetan hat. Aber ich denke mal irgendwie sowas Ähnliches. Ich glaube Gift. Ich denke mal eher an Gift. Aber der Doktor konnte ihn retten, also alles ist wieder im grünen Lot. Wir haben die nächste Aufgabe, nach Somnia zu reisen. Und da kam direkt Schnitz den Gedanken, wie Somnia. Hier gibt es auch ein Somnia. Oben in der Welt, wo wir herkommen, sag ich jetzt einfach mal oben in die Welt, gibt es ja auch ein Somnia. Mit König Somnus und so weiter und so fort. Jo, Schnitz Eltern, also die Mutter hat ihn wohl erkannt, aber Schnitz hat seine Eltern nicht erkannt. Der Vater pennt, also wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis er aufwacht oder keine Ahnung, wie lange er pennen möchte. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt nach Somnia und hier kriegen wir die Karten. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Dies ist der Ticketschalter für die Fähre. Eine einfache Fahrt nach Somnia kostet 50 Goldmünzen pro Person. Möchtet ihr Tickets kaufen? Das macht zusammen 150 Goldmünzen. Ist das genehm? Eigentlich nicht. Ich wäre gerne umsonst gefahren, aber okay. Da ich das Geld habe, ist es nicht das Problem. Vielen Dank, dass ihr euch für die Somnia-Fähre entschieden habt. Die Anlegestelle ist links von euch. Viel Spaß bei eurer Reise. Jo, müssen wir uns noch extra anmelden? Fürchte, die alte Dame ist noch nicht bereit zum Auslaufen. Wir brauchen noch eine Weile. Warum seht ihr euch nicht ein bisschen in der Stadt um, bis es soweit ist? Okay, wir müssen noch vorher was machen, bevor wir losgehen. Stimmt, ich wollte noch was machen, und zwar Johann, glaube ich, hieß er. Wollte ich ja suchen, oder ich habe versucht zu suchen, habe ihn nicht gefunden. Da waren wir doch schon. Moment mal, wo habe ich denn noch nicht nachgeschaut? Gibt die eine Stelle. Ich glaube, im Bürgermeisters Haus. Kirche? Nee, Kirche glaube ich nicht, dass er da ist. Hier mit der alten Dame. Können wir jetzt mit ihr reden? Als Geist konnten wir nicht mit ihm reden. Mit ihr reden. Sieht so aus, als wärt ihr auf Zack. Dann habt ihr doch sicher vom Schreckensfeind Mörder gehört. Dieser Dämon will die Welt beherrschen. Sogar die alles neu Abtei hat er zerstört. Wo sollen sich denn jetzt bloß all die Priester und Krieger der Welt versammeln? Stünde die Abtei noch, könnten wir neue Soldaten für den Kampf gegen Mörder ausbilden. Doch dafür ist es jetzt zu spät, fürchte ich. Boah, das war jetzt komisch hier mit der Musik. Abgepasst, genau. Bürgermeisters Haus, das müsste das sein, genau. Mit dem Bürgermeister haben wir schon gesprochen. Dann gehen wir mal hier nach oben. Genau, das war, meine ich, Johanns Zimmer, und daran habe ich erst gar nicht gedacht. Aber hier haben wir ihn gefunden. So, positionieren. Kann ich behilflich sein? Was? Ihr sagt, dass Ella Herrn Berlich nichts Böses getan hat? Ich wusste es. Nie könnte so eine reine Seele eine solche Tat begehen.
Sie würde keine Fliege etwas zuleide tun, geschweige dem einen Hund. Wie konnte ich nur zulassen, dass Papa auch nur den geringsten Zweifel in mir weckt? Ich hätte ihr helfen müssen. Ich werde euch bis in alle Ewigkeit dankbar sein, wer auch immer ihr sein mögt. Aber nun darf ich keine Zeit mehr verlieren. Ich muss ihr nach. Entschuldigt mich. Wartet mal. Wenn ihr wusstet, dass Ella unschuldig ist, warum habt ihr dann nichts gesagt? Ach, tut mir leid. Ich darf mir wohl kaum anmaßen, euch zu kritisieren. Schließlich war ich ebenso arrogant. Ne, ignorant. Ich bitte um Entschuldigung. Ich sollte aufbrechen. Doch zunächst muss ich euch noch einmal danken. Ihr habt meinen neuen Lebensmut. Ihr habt mir neuen Lebensmut gegeben. Okay. Kriege ich fast da raus, weil der online schon war? Okay, doch nicht. Jetzt ist er wohl hinterher. Sagt er noch was? Nun, ihr würdet euch so. Okay, früher erzählen. Machen wir mal. Alles klar. Ist hier unten noch irgendwas? Ne, die Truhen. Dafür brauchen wir noch einen Schlüssel. So, mit denen haben wir noch ganz geredet. Die Süße aus der Nachbarzelle haben sie mit so einem windigen Händler fortgeschickt. Die muss schon meilenweit weg sein. Keine Ahnung, was das Mädel angestellt hat. Aber dieser Eisklotz vom Bürgermeister hat's bestimmt übertrieben. Erinnert mich bloß daran, dass ich nie für diesen aufgeblasenen Trottel arbeite. Also hat es schon mal für ihn gearbeitet. Okay, also... Der mag den Bürgermeister wohl auch nicht. Okay, mit ihr haben wir auch schon geredet. Ich glaube, das waren die wichtigsten Personen hier. Dann versuchen wir jetzt mal mit der Fähre zu fahren. Müsste eigentlich ja jetzt... Warte mal. Waren wir oben schon in der Werf? Ah doch, da war doch das offene Gemüse und Obst. Was ja eigentlich nicht dann schimmeln kann, ne, wenn es offen ist. So, die Karten haben wir. Sehr... Ah, jetzt geht's weiter. Ihr seid die letzten Passagiere. Sobald ihr an Bord seid, setzen wir die Segel. Kann's losgehen? Nächster Halt, Cap Somnia. Oh ja. Wir müssen dahin. Ah, her mit den Tickets und an Bord. Die Mütze mit den armen Fuchtel. Sieht schon genial aus. So, jetzt geht's auf den nächsten Kontinent vielleicht. Und dann nach Somnia. Mal schauen, ob es derselbe König ist oder ob das dasselbe Königland ist. Mal schauen, vielleicht sieht er der ganz anders aus. Vielleicht ist es ja auch eine Parallelwelt. Nur die Karte sieht ein bisschen anders aus. Ja, parallel ist ja eigentlich alles gleich. Land in Sicht. Unsere gefahrenvolle Seereise nähert sich ihrem Ende. Die schimmernden Türme Somnias erwarten euch. Okay, wir dürfen uns nicht auf dem Schiff umsehen. Joch, dann halt nicht. So. Gibt's hier irgendwie noch was? Ne, du bist ja nur so ein Tickethändler. Ich will ja nicht zurück. Ah, die edle Stadt Somnia lockt. Ein geschickter Händler kann dort gute Geschäfte machen. Die Einwohner von Somnia sind sehr geschickt im Feilschen, aber ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Okay, du bist ein reisender Händler. Und ich bin auch auf der Reise. Auf der Reise, was hier geschehen. Gibst du Informationen? Scheinbar, dass ich noch nicht in Somnia bin. Ich ziehe durch die Lande, um den Schäfchen der Göttin Beistand zu leisten. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Verwirrte Schaflein. Achso, hier kann ich speichern. Können wir mal machen.
können wir mal, weil eigentlich ja mache ich ja mit Save States, aber warum mal nicht so speichern, falls doch irgendwann mal was kaputt gehen könnte, aber ich will es ja nicht einfach heraufbeschwören. Weil in der DS-Version würde jeder hier jetzt speichern. Wir setzen natürlich fort. Oder derjenige macht dann aus, sagt dann einfach nein, geht auf Titelbild. Hier ist ein Monster mit einem Lamus-Helm. Was macht der denn hier? Schlabber, Schlabber, also er ist ein Schlabberding. Ich bin so klebrig. Ich bin ein böser, böser Seeschleim. Mein Kumpel Sunny wollte sich mit mir treffen, aber ich bin lieber aufs Meer rausgeflutscht. Wenig Aussicht, aber eine aussichtreiche Begegnung, wenn ich immer wieder in die Muschel zurückschlürfe. Okay. Er wartet auf seinen Freund. Oh, ein Bauer? Was macht ein Bauer hier? Ach so, du bist ein Fischer. Du siehst eher aus wie ein Bauer. Ich bin nur ein einfacher Fischer, aber ich habe in meinem Leben das eine oder andere gelernt. Zum Beispiel weiß ich, wie Reisende von hier zum Schloss Somnia gelangt. Westlich von hier liegt ein bilgiger Landstrich. Umgeht in Richtung Norden und haltet euch dann noch etwas weiter nach Westen. Das ist schon alles. Okay. Ich habe auch eine Karte, ne? Das ist jetzt nicht das Ding. Und das sehen wir auch schon auf der Karte. Da scheinbar ist Somnia. Dann gehen wir mal dorthin. Ist auf jeden Fall wieder so ein Königreich. Aber ja klar, das hier. Was? Totmänner? Totmann. Okay. Ihr seid komisch aus. Ihr habt eine Eisen, oder? Verrostete Kugel in dem Bein. Und wieder nur ein Auge. Ich glaube, die Macher haben wir. Mögen wohl Zyklopen. Tja, kommen wir jetzt mal nach Somnia. Okay, jetzt sind wir wieder hier und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier schon war. Das sieht im Endeffekt alles gleich aus. Also hier, Moment. Die Karte, ja, die hat sich nicht geändert. Nur die Menschen hier dran. Und vielleicht die Waffen und Rüstungsgegenstände. Willkommen in Somnia, einer Stadt von Stil und Würde. Wir sollten uns darum bemühen, dass es so bleibt, ja? Dann fangen wir direkt an, hier mit den Leuten zu reden. Kaum war der König außer Gefecht gesetzt, hat Kanzler Kerbholz seine Hände nach der Macht ausgestreckt. Mir schwankt Fürchterliches. Die komplette Existenz des Königreichs Somnia steht auf dem Spiel. Oh, was ist denn hier los? Wir haben ja schon irgendwie gehört, dass König Somnus ja irgendwie was geschehen ist. So wie den anderen König Somnus aus der oberen Welt. Gehen wir mal hier rein. Also das ist... Selbst ein Spielapparat gibt es hier? Okay. Gehen wir mal hier hoch wieder. Ist hier auch was Neues drin? Tatsächlich. Eine Fiole Weinwasser. Hallo, alter Mann, ich will mal mit dir reden. Ihr jungen Leute wollt euch schon mal Schleimtöter versuchen? Nö, jetzt nicht. Sieht aus, als wäre ich nicht mehr ganz auf den Laufenden. Ich habe keine Ahnung, wofür sich junge Leute heutzutage so interessieren. Ich auch nicht. Hier ist auch wieder die Bank. Wer bist du? Hast du was zu erzählen? Ihr seht aus, als wärt ihr ganz schön herumgekommen. Habt ihr die Gerüchte über den König Somnus gehört? Ich würde erstmal sagen, nein. Es heißt, der König und die Königin. Okay, es gibt zwei. Also zwei, die hier herrschen. Es heißt, der König und die Königin wurden vor mehr als einem Jahr von einer schweren Krankheit befallen. Aber
Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Offenbar legen sie in einen tiefen Schlaf, aus dem man sie nicht wecken kann. Und wäre der König und seine Königin ungewiss vor sich hinschlummern, ist der Prinz spurlos verschwunden. Wahrscheinlich dieses Land wird von Tragödien heimgesucht. Ob das edle Königreich Somnia noch lange überleben kann? Das weiß ich nicht. Okay, hier gibt es diesmal Königin und König, die nicht mehr aufwachen. In der oberen Welt war es ja so, dass König Somnus nicht mehr schlafen kann. Also er ist dauerhaft wach. Hier ist es genau das Gegenteil. Vielleicht ist das die Gegenteilswelt? Wir wissen ja immer noch nicht, wo wir hier gelandet sind. Was ist das für eine Welt? Moment mal. Hab ich Halluzinationen? Aber ihr könnt nicht er sein. Nein? Hört auf mit den Unfug. Ich bin nicht von gestern, wisst ihr? Wie war das? Ihr sagt, ihr heißt Runu? Naja, wenn ihr es sagt, aber ihr seht unseren Prinzen wirklich unglaublich ähnlich. Ich habe ihn nur einmal leibhaftig zu Gesicht bekommen und er sah tatsächlich genauso aus wie ihr. Jetzt mal ernst, ihr nehmt mich doch nicht auf den Arm. Ihr seid der Prinz von Somnia, stimmt's? Wie? Was? Ich Prinz? Wenn ich das erste Mal, dass wir hier verrückte Sachen erleben. Ich glaube erstmal nicht. Trotzdem sage ich euch eines. Hier gibt es eine Menge Leute, die für den Prinzen halten würden. Wenn ihr nur etwas schickeren Klamotten tragen würdet, könntet ihr jenen hier täuschen. Jo. Achso, man kann es nur einmal machen. Ihr seid dem Prinzen wirklich aus dem Gesicht geschnitten, direkt. Unheimlich. Es fehlt nur eine prinzenhafte Aufmachung, damit wird ihr der perfekte Doppelgänger. Okay, ich sehe den Prinzen der unteren Welt sehr ähnlich. Das macht mir schon Sorgen. Ist hier wirklich eine blaue Tür tatsächlich? Gibt es hier auch was Schönes? Ein Giftmottenmesser. Wer kann es gebrauchen? Da haben wir es. Transfer. Oh. Oh, Angriff 36, hammerhart. Jetzt geht's aber rund mit Melina. So. Wieso habe ich jetzt Angriffe? Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh ne. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ein kleiner Schnitz. So, ich hoffe mal, alles hat sich hier wieder beruhigt. Ich hoffe es. Okay, machen wir hier weiter. Dieser Ort ist genau wie unser Somnia. Nein, Moment, überhaupt nicht wie unser Somnia. Warte, es ist genau so, aber auch nicht. Okay, hat Melina noch was zu sagen? Ich frage mich, wie die beiden Somnia wohl genau miteinander verbunden sind. Boah, wissen wir noch nicht. Es gibt haufenweise Gerüchte über eine seltsame Krankheit, aber keiner von uns weiß, was wirklich mit unserem König und unserer Königin los ist. Natürlich haben wir aus dem Schloss noch nichts Offizielles gehört. Wie üblich wird der kleine Mann im Unklaren gelassen. Also, die wissen auch nichts. Ah, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war, aber ich hoffe mal, das ist jetzt in Ordnung. Wenn nicht, dann muss ich halt schneiden. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Jetzt fängt es schon wieder an. Aber warum? Ich habe noch nicht. Warum habe ich jetzt nur noch so wenige Frames? Und das regeneriert sich gar nicht. Das ist natürlich jetzt doof für mich.
Ja. Es tut mir leid, aber das scheint wohl hier nicht so funktionieren, wie ich es gerne haben möchte. Ah, jetzt hat sich ja wieder beruhigt. Frag mich nicht, was das hier war. Ich verstehe das nicht. Ich muss da wohl ein bisschen warten. Gut, dann machen wir jetzt weiter, wenn es sich wieder beruhigt hat. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, warum manchmal immer Fraps, also ich nehme es ja mit Fraps auf, warum das manchmal so richtig abspackt, woran es liegen könnte. Wenn man nicht so viel auf hat. Ich habe nur halt den Emulator auf und meine und halt den Aufnahmeprogramm und sonst eigentlich nichts. Nö, naja. Ich verstehe es nicht. Irgendwann muss es ja mal im Let's Play passieren. Ist ja immer üblich, dass irgendwas immer nicht funktioniert. Machen wir weiter eben. Ich denke mal, ihr seid über den Schreckensfeind Mordor und seine düstere Machenschaft im Bilde. Jupp, natürlich seid ihr das. Nur ein Ignorant wäre es nicht. Ich habe da eine kleine bescheidene Theorie, die ich euch gerne darlegen würde. Ich glaube nicht daran, dass der König und die Königin wirklich krank sind. Nein, ich glaube, Mordor hat sie verflucht. Niemand kann ihn aufhalten, wer weiß, wer sein nächstes Opfer sein wird. Es könnte euch treffen oder sogar mich.